Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Deus Ex. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Da geht es noch nach oben. Da drüben ist es Ambrosia. Ich gehe aber noch ganz kurz hier oben hin. Naja. Ich glaube, ich muss hier im Moment nicht mehr so langsam sein, zumindest da unten nicht. Ja, geht es nämlich noch weiter. Hier scheint es wieder auch nach oben zu gehen. Okay. Aha. Ich glaube, jetzt kommen wir in den... You're inside the kiosk of Castle Clinton. The bulk of the NSF troops must have gone through here to get underground. Ja, den haben wir auch schon gefunden, mein Freund. Den haben wir schon gefunden. Aber immerhin, das hat auch nochmal 20 Punkte gegeben. Ein Dietrich. Schauen wir mal, was dahinter ist. Speichert ist ja. Ah. Entdeckerbonus. Ein Nanoschlüssel, das ist auch gut. Haken. Kamerastatus aus. 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 Geschütz. Deaktiviert. Ich werde es einfach mal deaktivieren hier. So. Deaktivieren. Und abmelden. Ha, sehr schön. Ist das das Sicherheitsterminal eigentlich gewesen? Ja, ich glaube schon. Was haben wir da noch? Ein Medikit? Ein Alphalmkanister? Kann man immer brauchen. Raketen? Was ist mit diesem Per-C-Terminal? Beziehungsweise... Warte mal, wir haben doch den Safe gekriegt. Wir haben doch... Ja, genau. Wir haben einen Schlüssel für den Safe. Können wir uns gleich anschauen. Implantatmodul. Ha, sehr schön. Und das noch diese Nachricht. Commander Grimaldi, wir haben auf Liberty Island neben den Ambrosia zwei Kanisten mit diesem Zeug sichergestellt. Allerdings ist keiner meiner Männer sicher, worum es sich bei diesen Substanzen handelt. Es könnte möglicherweise ein biologisches oder chemisches Agent sein. Ohne Spezialisten und die nötigen Analysegeräte tappen wir aber im Dunkeln. Lebedev hat vorgeschlagen, einen Kanister und ein Fass Ambrosia hier zu behalten. Die übrige Ladung wurde vor etwa einer Stunde zum Rollfeld gebracht. Okay, in Rollfeld, wenn wir da hin sollten, findet man noch ein Fass Ambrosia. Oder besser, die übrige Ladung. Wir haben nur ein Fass Ambrosia hier und noch einen weiteren von diesen Kanistern. Aktivierbar Aqualunge oder Umgebungsresistenz. Ja, hört sich beides relativ cool an. Fällt mir. So, dann hacken wir uns noch hier mal rein. Wir haben ja leider keine Anmeldungsdinger. Ja, die Frage ist jetzt, U-Bahn-Schacht, Tunneltüren. Okay, E-Mail nix. Oh, Moment, war da nicht noch Spezialfunktion? Ah ne, das hatten wir glaube ich schon. Und jetzt sind die Türen hier aufgegangen. Okay. Sehr schön. Oh, und jetzt können wir uns auch hier ohne getrost bewegen, ohne irgendwelche Probleme. Und da habe ich auch noch was gesehen gehabt. Muss ich noch irgendwie da dran kommen? So. Gut. Speichern und dann... Objective complete. Agent Navarre will describe your next assignment and stay behind to protect the Ambrosia. Look for her out front. Alles klar. Ja, da wird man nur wieder rauskommen, okay. Wollen wir das? Ja, ich komme ja nicht mehr hoch, oder? Die Frage ist, was ist jetzt mit den anderen Agenten? Ach, ich komme da nicht mehr hoch. Was ist mit den anderen Agenten? Objective complete.
Agent Navarre will describe your next assignment and stay behind to protect the Ambrosia. Look okay. For her out front. Dann gehen wir jetzt einfach mal jetzt hier nach oben und schauen, was da oben alles ist. Die Frage ist, sind jetzt hier noch Gegner da? Oh. Dietriche brauchen wir hier dafür. Lohnt sich das dann? Wir schauen einfach mal. Oh, hier sind noch haufenweise Gegner. Okay, was ist mit dem Kind? Okay, dann hätte ich auch gesagt, schauen wir uns hier einfach nochmal genauer um. Oh, guck mal, da kriegt man noch Durchführungsbonus und einen Nanoschlüssel. Wenn wir von draußen rausgehen, können wir wahrscheinlich Dietrich uns sparen. Weil wir den Nanoschlüssel da finden. Frage ist, müssen wir das überhaupt noch machen? Sollten wir das noch machen? Okay, wir sind ja eigentlich ja fertig. Theoretisch. Ist nur die Frage, ey, ich gehe nochmal hin. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt einfach nochmal zu ihr hergehen. Ich meine, diese Punkte hätte ich eigentlich auch schon ganz gern. Und was da mit der U-Bahn-Schacht ist, das ist... Ah. You are too gentle with the NSF, but I cannot complain. You completed the objective. At least you are not a coward like Paul. Der Kopf hat zu viel Kupferleitung verschmerzt, um zu leiden, aber ich habe Nerven aus Stahl. Nee, das wir nehmen einfach das Jahr. I'm learning as I go. You just passed lesson one. Lesson two is how we deal with the terrorists in the subway station. I'm ready. The terrorists have wired the platform with explosives and put in hostages. Get the hostages out if you can, but make sure the NSF learn that human shield will not work against UNATCO. Nothing we can't handle with a few EMP grenades. We are thinking the same thought. I will equip you with two grenades. They will disable any electronic detonators within a radius of 20 meters. Okay. So viel zum Thema. Oh, 10 Fähigkeitspunkte erhalten. So viel zum Thema, das ich vergessen habe, was denn mit der U-Bahn ist. Da müssen wir also sowieso hin. Okay. Freien Sie die Geiseln in der U-Bahn, Battery Park östlich von Castle Clinton. Das ist jetzt auf einmal unser Primärziel. Okay. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit dem Ding? Hätte eigentlich ganz gerne noch diesen Durchführungsbonus gekriegt. I saw somebody. That's him. He's a cop. Kriegt man den hier nicht mehr? Na doch, wenn wir hier reinkommen. Wenn wir da reinkommen, kriegen wir diesen Fertigkeitspunkt noch. Okay. Ich würde sagen, das würde ich gerne noch haben. Vielleicht können wir uns irgendwie reinschleichen. Ja, das hat man. I'm learning. I'm ready. Nothing. Okay, speichern wir nochmal. Dann schauen wir mal, ob wir uns reinschleichen können. Diesen Durchführungsbonus hätte ich halt schon ganz gerne gehabt. Keine Ahnung, wovon der Alarm gerade kommt.
So. Seltsam. Zigaretten braucht man nicht. Da haben wir noch eine Kiste. Es könnte was Interessantes drin sein. Keine Ahnung, warum die jetzt auf einmal schießen. Naja, in dem Fall schauen wir uns einfach nochmal ganz kurz um, ob da noch irgendwas, ein Multitool zum Beispiel, drin ist. Das ist auf jeden Fall gut. Aber ansonsten, können wir das Ding öffnen hier. Verschlossen. Ich will einfach mal schauen, was da noch so alles zu finden ist. Ob sich das lohnt. Sicherheitsanlagen, ja, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Das bräuchten wir nicht mehr, das lassen wir mal. Dann hätte ich gesagt, Gegner von da unten, kommen Verbündete von da unten raus, okay. Was auch immer. Alles klar, auf geht's zur U-Bahn. Den Durchführungsbonus haben wir gekriegt. Dann machen wir jetzt ins Primärziel. Müssen wir mal schauen, wie wir da reinkommen. EMP-Granaten. Das sind ja auch einige, wo... verdammt. Den sollte man natürlich noch behutsam ausschalten. Dann schauen wir mal, dass wir da irgendwie in die U-Bahn reinkommen, ohne ein großes Gemetzel zu machen. Wäre jedenfalls nicht verkehrt. Oh, da ist doch einer noch. Verdammt. Das sind zwei Stück gewesen. Verdammt. Da will man den einen Körper einfach verstecken, damit er nicht auffällt, dass da nichts passiert. Und was ist? Hm. Jetzt kommt er nicht mehr raus, oder wie? Das war so schön, als der rausgegangen ist. Das passiert jetzt nicht mehr, oder wie? Arrgh. Komm, ihr wollt raus. I guess it's nothing. Wenn ich muss, ich wollte die K.O.-Pfeile nehmen. Ich will die nicht im im Rücken haben, falls wir da reingehen. Naja, gut. So,
So viel da dazu. Ist hier was Interessantes drin? Ich habe nicht mehr so viel Dietriche, das ist das Problem. Dietrich, Multitool. Das hat sich gelohnt. Schokolade kommt nochmal mit. Das hat sich doch gelohnt. Was ist mit dir jetzt? Munition. Okay. Da ist nochmal eine Kiste. Hoppla. Ich wollte eigentlich speichern. Lohnt sich das? Und diese Kiste hier. Medikit, Ladegerät. Nicht für, wenn man Dietrich dafür braucht. Wir haben nämlich tatsächlich nur noch 2 Stück davon. Okay. Kommen wir hier irgendwie weiter. Ich könnte mir vorstellen, weil durch den Haupteingang, wenn ich jetzt mal hier schaue, da warten sie ja nur auf uns. Da warten sie doch nur auf uns. Es geht noch weiter runter. Oder wir können hier lang gehen. Nee. Ich dachte, da kommt Licht. Jetzt nochmal weiter runter und auch nach oben raus. Okay. Hier gibt es auch nochmal einen Weg nach unten. Nice. Ja, es ist die Frage, wo genau gehen wir hin? Wir haben so viele verschiedene Wege jetzt hier. Das ist ein richtiges Labyrinth hier. Wahrscheinlich muss ich mir schon fast schon eine Karte zeichnen dafür, um hier mich zurechtzufinden. Lass uns einfach mal ein bisschen hier. Da geht's nur wieder in den Schacht in der Mitte. Ah. The NSF terrorists in the subway have threatened to blow up the platform. Watch for booby traps. Da wird's auf jeden Fall runtergehen, okay. Schauen wir uns weiter noch rum. Wo sind wir jetzt gewesen? Ja. Dann haben wir hier noch was. The NSF terrorists in the subway have threatened to blow up the platform. Watch for booby traps. Schießen die nach oben? Ah, da sind wir. Okay, nee, das sind auf jeden Fall zu viele. Gut, was passiert, wenn wir noch weiter runtergehen? Das ist nur Wasser. Okay. Vielleicht zu den einen. Und das sind wir, wo wir vorher runter konnten. Alles klar. Wo wir auch reingegangen sind. The NSF terrorists in the subway have threatened to blow up the platform. Watch for booby traps. Thank you, man. Fallen die nicht? Naja. Also das ist auch noch ein bisschen... Okay, da geht's auch mal wieder da rein. Glaub die beste Möglichkeit war es da, wo wir vorhin gewesen sind. Obwohl, das war ja hier dann.
Okay, ich glaube, dann gehen wir tatsächlich eher unten, nach da hinten und versuchen uns von hinten dann durchzuschlagen. Wo die Sprengfallen sind, habe ich bisher auch noch nicht gesehen. These UNATCO guys got all the tricks. That's him. He's a cop. Okay. Einfach mal kurz ausprobieren. Da kommen wir auch noch da rein. Dann probieren wir was anderes noch aus, und zwar das hier. Take him out. What do I do? I'm with you, UNATCO. As soon as I open the train doors, I need you to be ready to run on board. Ja, ja. Da kriegen wir noch Durchführungsplan. Und ich glaube, das am Anfang waren diese Sprengfallen, die wir da gesehen haben. Die waren ganz am Anfang. Ja, okay. Alles klar, dann müssen wir uns mal schauen, wie wir da zurechtkommen. Es sind nämlich haufenweise Gegner da und ich will sie ja eigentlich nicht töten. Oder ich will es versuchen, das zu vermeiden. Ob wir uns da hinten irgendwie reinschleichen und dann einen nach dem anderen ausschalten können. Ich muss das mal schauen. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wo wir hin müssen. Beziehungsweise eine Sache weiß ich, glaube ich, immer noch nicht. In die Mitte hier. Was passiert, wenn wir hier in die Mitte reinfallen? Hier runtergehen. Okay. Okay, da kommen wir auch nur dahin. Dann probieren wir was anderes noch aus. Nein, nein, das machen wir natürlich nicht so. Ich wollte nochmal schauen und den Flammenwerfer ausprobieren. Okay, da müssen wir uns schauen, wie wir die hinkriegen. Und vor allem, dass diese Ladung nicht explodiert. Da haben wir ja auch die EMP-Granaten. Die müssen wir wahrscheinlich irgendwie noch wohin setzen, dass das Ding ausgeht. Oder wir können sie vielleicht so deaktivieren. Ich weiß es noch nicht, aber erstmal müssen die Leute da weg. Also, die Gegner. Die Armbrust ist auch ein bisschen schlecht in dem Fall, glaube ich. Weil sie halt nicht so wirkt und dann rennen die ziellos herum und aktivieren die anderen, alarmieren die anderen. Ich muss echt mal schauen, wie wir was machen. Ich weiß es noch nicht. Aber in der nächsten Folge. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.